Hallo, schön, dass du da bist zu unserem heutigen High-Intensity-Workout. Wir machen ein 30-minütiges Training, was wirklich sehr, sehr intensiv sein wird. Du kannst dich selber ein bisschen pushen, du kannst dich selber aber auch ein bisschen rausnehmen. Solltest du Schmerzen, Probleme haben, Verletzungen, dann nimm dich bitte auch hier ein bisschen raus und mach die Sprünge eher weniger mit, sondern versuch immer, das dann auch zu laufen. Ich heiße Monika und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem 30-minütigen Training. Wir starten mit einem Warm-up. Los geht's. Zuerst mal für den Oberkörper. Nehmen die Arme nach vorne, Daumen hoch und wir öffnen und schließen die Arme, um den Brustkorb zu öffnen. Heute machen wir Push-Ups, Liegestütze. Die kannst du schwer oder einfach machen und wir wollen unsere Schultern vorher aufwärmen. Sehr schön. Denke mal dran, genügend zu arbeiten. Das heißt, öfter in der Woche das HIIT-Training zu machen und vorher immer ein schönes Warm-up zu machen, okay? Sehr gut. Locker die Arme, wir kreisen mit den Ellenbogen nach oben und zurück. Aktiviere deine Rückenmuskulatur und versuch deine Schulterblätter zusammenzunehmen. Die Knie kannst du ganz locker lassen, vielleicht leicht gebeugt. Sehr schön. Machen wir einen Richtungswechsel. Nach vorne eintauchen. Sehr gut. Du kannst gerne nach oben kommen, die Bewegung groß machen, sodass deine Schulter so weit wie möglich bewegt wird. Sehr gut. Noch zwei und locker. Super gemacht. Füße bleiben breit, wenn du schon breit stehst, ansonsten schulterbreiter Stand, Hände in die Hüfte. Wir kreisen die Hüfte und wärmen die Muskulatur ein bisschen auf, so weit du kannst, nach außen ziehen, nach vorne und nach hinten. Übertreib ruhig ein bisschen. Je mehr Bewegung, desto besser, desto sicherer sind wir im Training. Richtungswechsel. Schön weite Kreise. Sehr gut. Lehn dich ruhig auch mal nach vorne. Super. Komm wieder in die Mitte. Wir drehen den Oberkörper. Hände auf die Schulter. Füße bleiben breit. Dreh dich von links nach rechts. Komm mit deiner Hüfte mit. Und spür, wie deine Wirbelsäule gelockert wird. Die Bewegung in deine Wirbelsäule kommt. Ganz wichtig sind die Drehbewegungen. Das kannst du auch gerne mal vorm Einkaufen machen. Da hebt man ja für gewöhnlich schwere Dinge, vor allem aus dem Kofferraum, dann den vollen Einkaufskorb raus. Umso besser ist es, wenn du vielleicht aufgewärmt bist. Super. Nimm mal die Beine mit. Ich stelle mich nur ein bisschen weiter weg von der Matte. Dreh deine Fersen mit aus. Du kannst die Arme jetzt mitschwingen lassen. Und ausdrehen. Sehr schön. Jede Seite noch einmal. Bleib im Ausfallschritt stehen. Jetzt kommst du langsam tief, geh mit dem Fuß nach hinten, schieb ruhig dein Knie, dein Vorderes nach vorne und zurück, um dein Sprunggelenk aufzuwärmen. Dein hinteres Bein ist lang, schieb deine Ferse zurück und nach vorne im hinteren Fuß, um da auch die Wade noch ein bisschen mit aufzuwärmen. Komm mit den Händen jetzt nach unten neben den Fuß. Wippe mit deiner Hüfte nach unten in Richtung Boden und mach deine Hände oder deine Finger weit, damit du einen guten Stand hast. Wir fangen an zu drehen. Dreh dich zum Knie nach oben. Komm wieder nach unten. Dreh den vorderen Fuß auf und setz dich tief. Nochmal. Zurück in den Ausfallschritt. Wir drehen nach oben zur Decke, zum Knie. Drehen uns weg vom Knie. Drehen den vorderen Fuß. Setzen uns tief. Wenn das nicht geht, bleib ruhig oben. Sehr schön. Zurückdrehen und Seitenwechsel. Komm jetzt auf die andere Seite. Wir wippen nach unten und kommen dann gleich in die Drehung. Drehen den vorderen Fuß, setzen uns tief, kommen wieder zurück in die Drehung. Vorderer Fuß, setz dich tief. Nur ganz kurz und dynamisch. Gehen wir in diese Bewegung rein. Bevor wir starten mit unserer ersten Bewegung, mit unserem ersten Block,
komm wieder nach vorne in die Vorbeuge. Wippe kurz nach unten und roll dich dann auf. Wirbel für Wirbel. Wenn du oben bist, locker dich nochmal. Wir machen den ersten Block durch zwei Übungen. Spider Crawl und den Lunge. Wir haben immer eine Kraftübung und eine Cardioübung mit dabei. Die erste Übung ist immer eine Kraftübung. Du kannst dir also Zeit lassen. 40 Sekunden Belastung ohne Pause. Zwei Übungen hintereinander. Los geht's. Komm nach unten in eine Kniebeuge. Lauf nach vorne. Lauf wieder zurück in eine Kniebeuge und setz dich auf. Tief nach vorne laufen, in den Plank, nach hinten laufen, hochkommen. Du brauchst hier keine Liegestütze machen, wenn du super gerne welche machst. Natürlich auch erlaubt. Wir machen aber in Runde 2 separat eine Runde. Spann deine Muskulatur an, wenn du vorne bist. Achte auf deine Technik. Wie weit runter kannst du kommen? Geh nach vorne. Wechsel in den Lunge. Ausfallschritt zurück. Wechsel. 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 Das musst du schnell machen. Lass dich nach hinten fallen. Und drück dich wieder nach vorne weg. Sehr gut. 24 Sekunden. Erste Runde. 3 Durchgänge haben wir. Auf geht's. Lass dich fallen. Und denk dran, das Knie hinten darf noch in der Luft bleiben. Sonst kannst du dir vielleicht auch wehtun dabei. Auf geht's. Halte durch. Gleich kommt die Pause. Und geschafft. Wunderbar. Das war Runde 1. Noch 2 haben wir vor uns. Komm ans Ende deiner Matte. Locker vielleicht noch kurz deine Beine. Der erste Durchgang, finde ich, ist immer noch am humansten. Da kommt man gerade rein ins Training. Bereit für den Spider Crawl? Los geht's. Tief setzen, nach vorne, nach hinten und hoch. Tief, vor, hinter, hoch. Halte durch. So, die erste Runde hast du schon geschafft. 17 Sekunden hast du noch. Versuch deine Geschwindigkeit über das ganze Training zu halten. Lass deine Beine ruhig brennen. Und stopp, wechsel in den Ausfallschritt. Ich zeig's euch von der anderen Seite. Tief hoch, tief hoch. Wenn du merkst, es ist zu viel, geh nur den halben Weg. Aber mach das Ganze schnell, okay? Das ist die leichte Variante für dich. Dein vorderes Bein beugt trotzdem. Wenn du ganz runter gehst, mach das so schnell du kannst. Lass dich fallen, drück dich hoch. Lass dich fallen, drück dich hoch. 8 Sekunden, komm. Wenn du magst, kannst du das Ganze auch springen. Dann kommt die Cardio-Variante noch ein bisschen mehr raus. Gut gemacht. Runde 3. Atme nicht vergessen, wenn du was trinken brauchst. 10 Sekunden hast du Zeit. Dann geht's weiter. In den Spider Crawl. Atme mit mir in der Pause. Los geht's. Komm tief. Komm vor. Zurück und hoch. Vielleicht kannst du deine Geschwindigkeit selbst ein bisschen erhöhen. Denk aber dran, wir wollen bis ganz nach vorne kommen. Vorne Pobacken anspannen. Mach dich fest. Drück dich mit den Armen nach hinten in einen tiefen Squat in die Hocke und komm dann wieder nach vorne. Versuch, dich vorher aufzurichten. Wenn du brauchst, leg dir was unter die Fersen. Heb die Fersen leicht an, um die Bewegung zu machen. Cardio, let's go. Tief hoch, tief hoch. Du schaffst es. Wir haben 28 Sekunden in der Bewegung. 20 Sekunden noch. So schnell geht's vorbei. Gleich hast du es geschafft, wenn du magst. Gib mit mir nochmal Gas. 12 Sekunden.
Jumping Squats, Jumping Lunges. Upsala. 5 Sekunden. Komm schon. Halte durch. Und stopp. Beine ausschütteln. Gut gemacht. Wir kommen auf den Boden und bleiben da. In die Position für die Liegestütz. Nimm deine Hände weit und zieh deine Finger auseinander. Bauch fest, Hüfte vor. Komm tief. Kraftübung im zweiten Block. Wir gehen ganz runter. Wenn du magst, leg dich ab. Drück dich hoch. Challenge für euch alle. Könnt ihr kurz die Hände lösen und euch wieder hochdrücken. Handflächen weg. Hochdrücken. Handflächen weg. Die Hüfte kommt mit der Schulter gleichzeitig hoch. Sonst passiert hier eine schöne Welle. Und Wellen sind nicht unbedingt unser Push-Up-Training. Bleib gerade. Und wenn du kannst, Hände weg. Super. Komm in den Plank. In den Mountain Climber. Du kannst auf der Matte bleiben. Wir ziehen unser Knie nach vorne. Du kennst die Übung, wenn du schon mal bei mir dabei warst. Dein Bein gleitet lang und eng am Boden entlang nach vorne. Streck dadurch deine Füße, um näher an den Boden ranzukommen. Drück dich über die Hände drüber, statt hier hinten zu bleiben, okay? Das passiert manchmal. Wir wollen vor, wir wollen den Berg hochklettern. 5 Sekunden. Denk nochmal dran. Wenn du einen Spiegel hast, super. Schau rein. Das war schon Runde Nummer 1. Zurück in die Push-Ups. Komm mit mir auf deine Matte. Oder vielleicht warst du schon auf der Matte. Ausgangsposition, Hände unter die Schultern. Hüfte vor. Oder vielleicht möchtest du auf die Zehenspitzen kommen. Ready? Go. Punkt 2. Tief, Hände lösen, hoch. Tief, Hände lösen, hoch. Ohne Pause, wenn du kannst, durchziehen. Nimm die Hände ans Ende deiner Matte, an die beiden Kanten. Spann den Po an, spann den Bauch an, kurz bevor du hochgehst, um dich in einem hochzuheben. Dann spürst du auch, wenn du ganz unten bist, wie deine Brustmuskulatur in den ersten Zentimetern arbeitet. 3 Sekunden. Wechsel in den Plank. Drück dich nach vorne über deine Hände. Und wir ziehen vor. Deine Geschwindigkeit bestimmst du. Entweder langsam oder schnell. Drück dich vor. Kletter den Berg hinauf. Wir haben 19 Sekunden. Auf geht's. Arbeite so intensiv, wie du kannst. Auf geht's. Die letzten Sekunden. 5 Sekunden. Gleich hast du es geschafft. Pause. Gut gemacht. Eine Runde haben wir noch. Atme tief ein und aus. Trink kurz was, damit du gleich wieder alles geben kannst. In 10 Sekunden geht's weiter. Go. Hände unter die Schultern, ablegen, Hände weg, hoch. Zieh die Übung durch, mit der Musik. Gib Gas. Auf geht's. Das motiviert doch, wenn der Beat stimmt. Da will man mitmachen. Komm schon, halte durch. Lass die Arme brennen. Halte die Spannung im Bauch. Wechsel. Ready? Go. Go. Drück dich vor. Denk an deine Schultern. Oft sehe ich das oder oft sehe ich das hier. Ich möchte, dass ihr hier vorne seid. Denkt euch, vor euch ist ein Schwimmbecken. Ihr wollt einen Hecht dort reinmachen. Ihr wollt nach vorne springen. In das Wasser rein. Und vielleicht habt ihr ja einen Pool und könnt es nach dem Workout direkt machen.
Auf geht's, 11 Sekunden. Komm schon, schneller. Gib Gas. Die letzten Sekunden will ich, dass du alles gibst. Stopp. Wow, gut gemacht. Komm nach oben. Dann kurz was. Wir kommen wieder in die stehende Übung. Und starten mit einer Kniebeuge. Dann drücken wir uns nach vorne weg. Ready? Go, komm tief. Spring nach vorne. Zweimal. Wir drehen uns um. Tief, vor, tief, vor, tief. Wichtig ist das Tiefkommen, nicht die Geschwindigkeit. Wenn du Probleme hast mit dem Knie, Step und dann ein Step, Kniebeuge, Step, Kniebeuge. Ihr seht schon, Training und Quatschen ist ein bisschen schwieriger als beim Kaffee drin und Quatschen. 5 Sekunden. Komm, auf geht's. Einmal noch. Den machen wir noch zu Ende. Cardio-Übung. Step, Touch. Step, Touch. Shuffle. Wie beim letzten Mal, wenn du letzte Woche dabei warst. Kleine Bewegungen. Berühr den Boden. Shuffle, Tap. Shuffle, Tap. Shuffle, Tap. Wie klein kannst du die Bewegung machen? Schau zum Ende deiner Matte. Shuffle immer bis zum Ende. Komm tief. Wunderbar. Komm schon. 3 Sekunden. Und Pause. Gut gemacht. Noch 2 Runden im Stehen. Und dann kommt der Bauch dran. Sexy Abs wollen wir vielleicht auch. Vielleicht mache ich mal einen Sexy Abs-Kurs. Da dürft ihr gerne mitmachen. Los geht's. Kniebeuge, Sprung. Kniebeuge, Sprung. Dreh dich um. Kniebeuge, Kniebeuge. Erst stehen, dann springen. Tief, tief. Und wenn du schon mehr kannst, schneller. Tief, runter, hoch und rüber springen. Ohne Pause. Nochmal, tief. Und der zweite Sprung, dann nimmst du die Arme mit. Hinter und vor. Vielleicht kannst du einen Ticken höher springen. Tief, hoch und landen. 10 Sekunden noch. Tief, hoch. Gut. 5 Sekunden. Einmal geht noch. Tief, hoch, landen. Gut gemacht. Ach so. Habe ich die Cardio-Übung vergessen. Tap, shuffle. Tap, shuffle. Oh mein Gott. Leute, ich hoffe, ihr seid dabei. Das ist Moni live. 30 Minuten Hit mit ein bisschen Verwirrung inklusive. Komm, 10 Sekunden. Halt den Shuffle durch. 5 Sekunden. Und stopp. Wow. Jetzt ist die Pause. Wunderbar. Wunderbar. Atme durch. Vielleicht willst du dich abstützen, damit dich deine Luft. Oh Gott, ich rede lieber gar nichts mehr. Lass uns starten. Runde 3. Let's go. Tief und hoch. Vielleicht mache ich mit euch die leichte Variante. Dann geht's mit dem Reden besser. Ich glaube auch, das sollte ich fast tun. Aber irgendwie. Man will ja auch Gas geben, oder? Willst du mit mir Gas geben? Dann gib alles, was du hast. Lass die Beine brennen. Und wenn die noch nicht genug brennen, kommst du zu mir in Sexy Ass Workout. Alright? Ja. Auf geht's. Halte durch. 7 Sekunden. 3 Sekunden. Shuffle. Das musste ich jetzt laut sagen, dass ich es nicht vergesse. Endspurt. 33 Sekunden. 33 Sekunden Beine. Ah, 33 Sekunden. Power. Let's go. Ihr schafft das mit mir. 15 Sekunden. Das ist nichts.
Das ist locker machbar. 9 Sekunden. Komm schon. Wie oft schaffst du es noch? Einmal noch. Stopp. Wow. Komm mit mir auf den Boden, wenn du geatmet hast. Vielleicht läufst du eine Runde oder trinkst kurz was. Für euch die Übung auf der Matte. Cross Crawl und Schere. Hände an die Schläfe, Bauch fest. Wir drehen nach oben zum gegenüberliegenden Oberschenkel. Und du merkst schon, da ist bei mir die Puste gerade ein bisschen weg. Schau zu mir, schau dir die Übung ab. Lass deine Schultern in der Luft und versuch die Ellenbogen weit wegzulassen vom Oberschenkel. Dafür die Schulter hochzubringen. 15 Sekunden. Wechseln gleich in die Schere. Deine schräge Bauchmuskulatur darf arbeiten. 4, 3, 2, 1. Ablegen. Füße hoch. Go. Wichtig bei der Übung. Sieht so entspannt aus. Wir bleiben mit den Zehen nach oben. Du kannst die Knie leicht beugen, so wie ich. Oder vielleicht kannst du sie auch strecken. Oder komplett in die Beuge gehen. Das ist egal. Wir wollen die Bewegung hier aus der Hüfte heraus haben. Und du wirst schon merken, dein unterer Bauch wird arbeiten. Und der Hüftbeuger ein bisschen mit. 4 Sekunden noch. Auf geht's. Halte durch. Los geht's. Pause. Bleib einfach liegen. Atme. Okay, für die zweite Runde, falls du es noch nicht gemacht hast, möchte ich, dass du den Fokus auf den inneren Bauchmuskel legst, den Bauchnabel nach innen ziehst, in Richtung deiner Matte, okay? Somit wird dein Rücken flach an der Matte angelehnt. Komm in den Cross-Crawl. Go. Und vielleicht siehst du auch deinen Bauch, wir sind eh oben. Wenn sich deine Decke nach oben wölbt, unabhängig, ob du da Muskeln hast oder nicht, versuch den Bauch ein bisschen einzuziehen. Das aktiviert deine Muskulatur mehr. Und natürlich wird es wieder effektiv. Auf geht's. 14 Sekunden. Bleib in der Luft mit den Schultern, wenn du kannst. Dreh dich so weit rüber, wie du kannst. Schau auf den Boden neben deiner Hüfte. Und wechsel. Hände weit, Füße hoch, in die Schere rein. Auf geht's. Super. So, manchmal versucht man hier tiefer zu kommen. Das Einzige, was passiert, ist, dass oft der Rücken loslässt. Und genau da wollen wir entgegenwirken. Bleib lieber oben. Schau, dass du die Füße so hoch bringst, wie du kannst. Und in der Schere bleibst. Das ist schon alles. Vielleicht kannst du einen kleinen Kick machen mit deinen Zehenspitzen in Richtung von deinem Kopf. 3 Sekunden. Auf geht's. Pause. Weißt du was? Eine Runde noch. Machst du mit mir durch? Durchgehend alles? Schaffst du es noch? Ich glaube schon. Der Bauch, der darf niemals fehlen. Die Körpermitte sollte immer mittrainiert werden. Ready? Tief atmen. Los geht's. Cross Crawl. Gib alles. Willst du mehr? Kannst du hier die Beine strecken? Mach dein eines Bein lang, das andere ist gebeugt. Du kannst den Fuß gerne auf Höhe von dem gestreckten Bein nehmen, dich weiter drehen. Wichtig, die Füße sind 45 Grad nach oben gestreckt. Wenn das nicht geht, dann komm lieber zurück in die erste Variante, okay? Du entscheidest. 12 Sekunden. Endspurt. 8 Sekunden. Halte durch. 5, 4, 3, 2, 1. Lösen, Hände weit, Füße hoch, gebeugt oder gestreckt. Kick, kick nochmal nach oben. Versuch, wenn du gerade hier oben bist, noch ein Stückchen weiter hochzukommen. Die Beine näher an den Brustkorb zu ziehen. Endspurt, 20 Sekunden bis zum Ziel. 20 Sekunden, dann haben wir es geschafft. Auf geht's!
Bist du bereit für die letzten 7 Sekunden? Los geht's! 3, 2, 1, geschafft. Wow. Locke die Beine. Jetzt haben wir uns einen Scheibenwischer verdient. Lass die Knie fallen von links nach rechts. Locker den Rumpf. Ah, wunderbar. Das waren schon 30 Minuten fast. Die letzten Minuten nutzen wir, um uns nochmal zu lockern, damit wir beweglich und mobil aus diesem Workout rausgehen. Und wenn du mehr willst, bleib dran. Mach mit mir noch das Sexy Ass Workout mit. Super. Kleiner Scheibenwischer. Streck die Beine aus, Arme über den Kopf. Nur die Füße wechseln. Von links nach rechts. Lass die Hüfte ein bisschen mitwackeln, wenn du kannst. Sehr schön. Atme aus. Lass die Verspannung los, die du spürst. Streck den Bauch ruhig mal in die Decke. Löse die Füße. Mach dich lang. Stell dir vor, ich ziehe dich an den Händen und den Füßen nochmal ein bisschen länger. Vielleicht willst du dich auch noch schieben. Vielleicht willst du eine kleine ziehende Bewegung einbauen. Sehr gut. Rechtes Bein stellt auf. Nimmst die Arme nach oben und ziehst dein Knie zum Brustkorb. Auch hier wippen wir ein Ticken, ein kleines bisschen zu uns. Das andere Bein bleibt auf dem Boden, vor allem die Hüfte sollte schön schwer liegen bleiben. Sehr gut. Dann darfst du kleine Kreise ziehen mit deinen Knie nach außen, auf die andere Seite rüber, diagonal über deinen Körper und wieder zum Brustkorb. Zieh Kreise und wechsel die Richtung. Öffne nochmal deine Hüfte. Lass den Körper in der Bewegung ruhig mitschwingen. Dann machen wir die andere Seite. Stell das Bein ab. Linkes Knie zieht ran. Rechtes Bein streckt aus. Wir wippen erstmal zu uns. Und dann ziehen wir Kreise. Lass dein Knie nach außen fallen. Dehnung hinein. Und zieh dein Knie nach innen, sodass du große Kreise ziehst. Wie du die Hände nimmst, ist egal, sodass es komfortabel für dich ist. Und atme tief ein. Lange wieder aus. Super. Löse nochmal. Wir strecken unsere Beine aus und drehen uns auf den Bauch. So, drück deine Hüfte in den Boden, schieb deine Ellbogen unter die Schultern oder ein bisschen weiter vor, sodass es für dich angenehm ist. Und dann drück dich nach oben, um die Bauchmuskulatur ein bisschen zu dehnen, die vordere Muskelkette. Und dann darfst du dich ein kleines bisschen wie eine Schlange von links nach rechts bewegen, in den Schultern rotieren. Außen, komm in eine Kindspose zurück, setz die Hüfte auf die Fersen, krabbel mit den Fingerspitzen nach vorne und lass die Schultern in Richtung Boden fallen. Roll dich nach oben auf, mit einem runden Rücken, komm nochmal nach vorne. Dich tief und schieb dich zurück in die Kindspose. Das machen wir jetzt dynamisch. Komm noch mal nach vorne, lass dich tief fallen und schieb dich zurück. Noch einmal, komm nach vorne, mach den Rücken rund, bis du in einem Plank bist. Lass dich nach unten fallen, bis du auf dem Boden bist. Drück dich nach hinten in die Kindspose. Dann rutsch nach hinten. Setz dich auf deine Fersen, wenn du kannst. Drück dich nach oben und
lehn dich ein bisschen zurück. Super, du kannst deine Hände nach hinten nehmen. Komm wieder nach vorne. Setz dich auf in die Hocke und rück dich dann in eine Vorbeuge. Wenn du hier angekommen bist, roll dich auf, Wirbel für Wirbel nach oben. Und wenn du ganz oben bist, dann hast du es für heute geschafft. Das waren 30 Minuten HIIT-Workout. Ich sage danke, schalte öfter ein, damit du weiterhin fit bleibst. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ciao.